Hallo, meine verehrten Gäste. Ich glaube, ich habe hier das Highlight der Herbstsaison 2013. War das die Herbstsaison? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich den. Nee, gar nicht. Das war nicht die Herbstsaison. Wintersaison 2014. Oder nicht? Wintersaison 2014, genau. Und das ist, glaube ich, das Highlight gewesen, denn ich habe den Manga jetzt nicht gesehen. Aber der Manga hat auch eine dufte. Mein Gott. Er hat auch eine dufte Bewertung. Die Anime-Serie nicht weniger, denn die ist auch gut bewertet. Haben auch sehr viele mitverfolgt. Genau wie ich, aber erst später. Ich habe die erst geguckt, als sie fertig hochgeladen war. Ich hatte schon am Anfang. Mir haben viele gesagt, der soll gut sein. Denn es geht auch wieder um Götter. Und wie ihr wisst, ich liebe Götter. Ich bin ein sehr großer Götterfan, wenn es besonders um die griechische Mythologie geht. Aber die japanische ist auch nicht schlecht. Oder eher gesagt die asiatische, denn mit Asuras Wrath hat mich alles getoppt. Diese Götterspielchen. Och, toll. Ja, und mit Noragami haben wir einen weiteren Gott. Mit einer sehr großen Macke. Oder der so ähnlich ist wie Gintama, denn er ist ein Trottel, ja? Der Gott ist ein Trottel, hat zwar viel drauf, der ist sehr stark, aber ist arm wie ein Butterbrot. An Butter. Ja, also der hat nur Butter. Vielleicht nur Butter. Also der hat nur seine geilen Klamotten und seinen guten Geruch, denn in der Serie wird gesagt, dass jeder Gott gut riecht. Ja, also vielleicht mit Eau de Toilette, aber nein. Dieser Gott hat halt, ich glaube, jeder Gott hat so seinen Vertrag mit anderen Geistern. Ich glaube, das waren Geister. Und er hat seinen Geist verloren. Deswegen ist er geisterlos. Kann also keine Aufgaben mehr machen, außer nur diese kleinen Jobs wie findet die Katze. Und eines Tages geht er halt durch die Straßen und plötzlich kann ihn ein Mädchen sehen. Übrigens, der Gott heißt Yato. Und auf einmal kann ihn ein Mädchen sehen. Wie heißt das? Hier ist sie. Nö, natürlich steht das hier nicht. Ja, toll. Ja, das Mädchen kann ihn sehen, obwohl er ein Gott ist. Aber irgendwie können ihn auch die anderen sehen. Ich glaube, nur die Aufgaben geben, können ihn sehen. Und, nee, genau, das war ja so, dass er nicht auffällig ist. Er kann sich halt gut verstecken, nur sie bemerkt ihn sofort. Und als er auf ein Auto zurennt, er kann ja gar nicht getötet werden, der ist ja schon tot, oder ein Gott, versucht ihn zu retten und wird dabei selber umgebracht. Und dann wiederum nicht umgebracht. Denn sie verliert manchmal ihren Körper und landet manchmal als Geist. Und sie hat ihn halt aufgetragen mit einem Job, denn er ist ja das Mädchen für alles, hat ihn halt aufgetragen mit dem Job, seinen Körper zurückzuholen. Hat halt angenommen, aber für die nächste Zeit den Job nicht erledigt, weil er wusste nicht wie. Hat währenddessen noch einen anderen Geist, Geist angeheuert. Und zwar ist das der Yuki. Der hatte halt mit Yuki für die nächsten Episoden so einen Konflikt. Yuki ist ein böser Geist, Yuki macht das und dies, Yato leidet wegen Yuki und dann kommt die Geisteraustreibung. Die Geisteraustreibung habe ich in Foto. Noragami, ich glaube, da, ja, gerade haben wir Yuki gesehen, wie er heult, das war das helle Licht. Und das war schon emotional dabei. Was mich hier noch fasziniert hat, oder was mich besonders fasziniert, ich weiß, der Hype ist, glaube ich, zurecht von diesem Anime. Eine zweite Staffel, ob sie kommt, ich weiß nicht, lizenziert wurde er nicht. Ich weiß gar nicht, wie diese ganze Sache in Deutschland läuft, was die letztendlich lizenzieren und was nicht. Wenn man zum Beispiel anguckt, was in der letzten Zeit lizenziert wurde, ja, Death Note, nicht in der letzten Zeit, sorry, High School DxD, ja, wurde lizenziert, Sword Art Online wurde lizenziert, Blue Exorcist wurde von der Zeit lizenziert, was noch, Code Geass, Nisekoi, Game of Thrones, und, in der aktuellen Saison wurden Animes wie Tokyo Ghoul lizenziert. Was gab's hier noch? Tokyo Ghoul. Muss ich kurz gucken.
Ich habe keine Ahnung. Mich interessieren ja sowieso die ganzen Sachen, warum dann die englischen Subtitles nicht weggenommen werden, aber die deutschen. Ich meine, der Anime wurde ja nur letztens gesehen und man hatte nur Text. Hat man dann mit der Lizenz auch den deutschen Text mitgekauft, sodass man dem Internet nicht zeigen kann, weil ich kenne mich da nicht aus. Ich meine, viel Unterschied gibt es ja beim englischen Text nicht beim deutschen Text. Ich muss, nur teils halber muss ich den englischen Text dann lesen. Und das mache ich ja auch, im Notfall auch, weil ich bezahle ja nicht unbedingt an Geld an entweder diesem Simulcast, also das ist glaube ich der deutsche Subtitle-Text, oder geschweige denn für den deutschen Dub. Notfalls halber gucke ich mir das doch egal an. Oder auch, ja. Ich meine, was bleibt einem Otaku, einem Anime-Fan da auch übrig? Ich würde mir glaube ich noch nicht als Otaku abschreiben, denn ich glaube, die sind noch etwas heftiger als ich das bin. Ach genau, wir sind hier noch bei wo bin ich hier? Noragami. Ich habe hier 6 Sony Vegas-Seiten offen. Ich bin hier gerade an 6 Empfehlungen am machen, mein Gott. Gut, nochmal zurück zu Noragami. Was ich hier toll finde, ist diese Atmosphäre, diese Dreierkonstellation, denn diese Charakterkonstellation hat man sehr selten. 2 Jungs und ein Mädchen. Normalerweise hat man ja ein Junge und irgendwie 5 Frauen, ist ja kein Harem. Oder eine Frau und 5 Männer oder 2 Jungs. Okay, 2 Jungs sind auch eher selten. Denn die Musik erinnert mich auch sehr an Naruto. Kämpfe sind ja auch wieder enthalten. Action. Und wird noch. Hoffen können wir immer noch auf eine 2. Staffel. Ich meine, der hatte Erfolg. Am Erfolg mangelt es jetzt nicht. Deswegen wäre auch eine 2. Staffel jetzt nicht. Wie soll ich sagen? Fehl am Platz. Ich denke aber immer noch. Ich weiß gar nicht, ob es eine Bestätigung gibt oder nicht. Ich muss mich gleich informieren. Ich muss mich vor dem Video eigentlich informieren. Das ist eigentlich wichtig, aber ich labere hier nicht um heißen Brei herum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Noragami gucken wollt, in der Beschreibung ist der Link. Vielen Dank. Ich lasse die Musiksende laufen und tschüss.